Hallo und herzlich willkommen bei der Agi Factory. Mein Name ist Silja und heute wird es schon etwas sportlicher. Ich möchte gern heute diese lange, ich nenne es mal fast schon ein wenig gerade, durch den langen geraden Tunnel und jeweils davor und dahinter einen Sprung, wo wir wieder das Umkreisen und das enge Wickeln haben. Was wir auch in den vergangenen Blogs schon gezeigt haben, frischen wir immer wieder auf und versuchen natürlich zu Beginn mit Futter den Grundstein zu legen, aber dann natürlich auch mit Spielzeug das Ganze wieder zu festigen, was bei so einer langgeraden Geschichte schon ziemlich aktiv werden wird, je nach Hund. Mal schauen, wie es funktioniert. Wir fangen wieder mit dem Einstieg an erstmal. Ich habe auch diesmal wieder die Stäbe flach liegen. Beim letzten Mal habe ich nur um den Träger geschickt, da sie ja erst 9 Monate ist, aber wir versuchen natürlich immer schon mal auch das Springen ein wenig mit zu trainieren, auch wenn es erstmal auf ganz, ganz, ganz niedriger Ebene ist. Nur, dass sie halt merkt, da ist auch was, wo man drüber muss. Reinzubringen. Das macht es natürlich für mich einfacher. Der Hund muss schon selbstständiger hinlaufen. Hi, Tunnel! Das versuchen wir jetzt mal mit dem Ball. Das versuche ich jetzt nochmal, indem ich den Tunnel nochmal weglasse und erstmal nur mit Abstand schicke. Versuche aber fließend hier dran vorbei weiter zu laufen. Hatte in die Richtung, wo sie, also sag mal anders, sie war rechts und musste links rum, kam eigentlich perfekt drauf zu. Jetzt werden wir das Ganze ein wenig erschweren, indem wir versuchen, immer von uns wegkippen zu lassen, sowohl hier auf dieser Seite als auch da hinten. Da
dazu werde ich erstmal wieder zu Beginn mit Futter arbeiten und das Ganze dann später mit dem Ball probieren. Ich schicke sie immer über die Gegenhand weg. Das heißt, jetzt ist der Hund links und ich schicke sie mit dem rechten Arm weg. Versuchen wir das jetzt mit dem Ball. Der Hund erkennt eigentlich immer auch an der Handführung, was gemeint ist. Und deshalb ist es auch so wichtig, darauf zu achten im Training, dass wir den Hund natürlich immer eindeutig auch auf die Hände konditionieren. Zeigen, ob es verstanden hat. Hi! Tunnel! Ja! Das soll es für heute erstmal wieder gewesen sein. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Üben. Es wird sportlich in Zukunft und ich bin euch immer dankbar für Anregungen oder Ideen. Auch wenn ihr Fragen oder Probleme habt, immer her damit. Schreibt es unten in die Kommentare rein. Tschüss und bis bald.